und reden jetzt mit der Autorin Susanne Fröhlich. Sie ist wieder frei. Ihre Kinder sind erwachsen und haben das Elternhaus verlassen. Aber der Weg dahin war alles andere als leicht, denn Respekt für die alltäglichen Aufgaben einer Mutter gab es von außen selten. Dabei muss man dem eigenen Fleisch und Blut manchmal einfach dem Mutti-Mittelfinger zeigen. Sag nicht ich, sagt Susanne selbst. Ihr geht das perfekte Verhalten heutiger Mütter auf den Keks, kann ich das so sagen? Ich meine, das sind ja ihre Worte, ne? Ja, so ungefähr. Also dieser Drang nach Perfektion macht uns ja als Müttern das Leben wahnsinnig schwer. Also man packt morgens, ist man froh, man findet überhaupt die Brotbox. Dann packt man was rein, Apfel, Käsebrot, denkt, ja, uff. Und dann sieht man, dass andere Frauen aus Kohlrabi kleine Pinguine schnitzen und denkt, verdammte Kacke, das habe ich ja schon wieder versaut. Mhm. Also wir machen uns einen wahnsinnigen Stress, weil wir uns dauernd vergleichen und irgendwie immer streben nach diesem Titel perfekteste Mutti der Welt, in der Außenwirkung und auch bei den Kindern. Aber genau, bei den Kindern. Wir wollen ja für unsere Kinder nur das Beste. Na klar. Ich muss zugeben, ich habe versucht, da was nachzuzaubern. Auf Instagram gesehen, auch so ein Gesicht. So ein Häschen aus Radieschen? Dann hat die das nicht mal gegessen. Ja. Dann kam das wieder zurück in der Brotdose. Und dann denkt man, verdammt noch mal, da habe ich die halbe Nacht dran. Du und undankbares Kind. Ja. Also das Problem ist ja ganz oft, wir wollen ja alle was Gutes. So, wir wollen, dass unsere Kinder es im Leben irgendwie packen, dass sie glücklich werden und lebenstüchtig. Deswegen nehmen wir ihnen alles ab und versuchen ihnen alles recht zu machen. Falsch. Glauben wir, Constanze Gleichs und ich haben ein Buch geschrieben, Kopf hoch, Mittelfinger höher. Wir glauben, mehr Verantwortung tut den Kindern einfach gut. Schult auch die Frustrationstoleranz. Man muss auch mal scheitern als Kind. Man muss mal, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, dann hat man sie halt nicht gemacht. Dann bringt es nichts, wenn Mutti sich hinsetzt und Torbens Aufsatz schreibt. Das bringt alles nichts. Also weniger ist oft mehr. Dienstleistung ein bisschen verknappen, runterfahren und nicht immer um Anerkennung buhlen. Es wird niemand kommen und sagen, hier ist ihr Fleißsternchen der Woche. Frau Heinrich, so, hier ist es, weil Sie das so schön gemacht haben. Gibt's nicht. Ja, gut, ich trage dann mein eigenes Fleißbuch ein. Okay, ganz schöne Brotdose gepackt, eben gelernt, auch vor allen Dingen auch lernen heutzutage irgendwie nicht mit Druck, sondern ohne Druck. Man möchte ja den Kindern den bestmöglichen Start geben. Wie mache ich's? Auch da gucke ich auf Instagram wieder, wie machen es denn die ganz tollen anderen Frauen, ne? Ohne zu streng zu sein, irgendwie eine gute Freundin zu sein, irgendwie erzieherisch. Es stimmt, es ist eine Menge Druck da. Aber früher hat man gesagt, meine Eltern haben gesagt, Schule ist dein Job. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Parole, zu sagen, Schule ist einfach dein Job. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ansonsten machst du es. Wenn ich meinen Turnbeutel vergessen hatte, hat mir den niemand hinterhergefahren. Da habe ich halt in Unterwäsche geturnt oder nicht mitgeturnt. Und beim nächsten Mal hatte ich ihn schon dabei. Ja, okay. Wir machen zu viel und haben am Ende Kinder, die überhaupt, wie gesagt, null Frustrationstoleranz haben. Das ist schlecht. Und man muss Kinder auch animieren. Sie leben im gleichen Haushalt, also können sie auch was zum Haushalt beitragen. Ein 16-Jähriger, der daheim im Kinderzimmer Sex hat, kann auch sein Bett frisch beziehen. Das ist ja so schwer nicht. So, wenn man da unten rum klarkommt, kann man auch mit den Händen das Bett beziehen. Wann haben Sie denn das erste Mal Ihren Kindern den Mutti-Mittelfinger gezeigt, den berühmten, von dem Sie in Ihrem Buch schreiben? Immer mal wieder, weil das auch zur eigenen Entspannung beiträgt. Und wenn Mütter ein bisschen egoistischer sind und sagen, du kannst den Bus nehmen zum Handballtraining, weil ich liege gerade schön. Ich möchte jetzt einfach mal liegen. Darf man sich das erlauben? Das darf man sich ruhig erlauben. Da wird die Kinder gehen an die frische Luft. Das schadet ihnen nicht. Sie lernen das öffentliche Nahverkehrssystem kennen. Ja. Das schult auch die Frustrationstoleranz. All das macht das Leben schöner, auch für die Kinder, weil sie nicht der Nabel der Welt sind. Sie sind nicht verantwortlich mit ihrem Erfolg für das Glück von Mutti und Papi. So. Und ganz ehrlich, mit der Schule. Ich hab Freundinnen, die haben irgendeinen Drittklässler und sagen, wenn wir da jetzt nicht Gas geben, dann wird das nichts mit dem Studium. Und die Ente kackt hinten, sag ich immer. Lass doch mal, wart doch mal ab. Manche kommen erst ganz spät aus dem Quark. Mein Sohn war sehr schlecht, so 8., 9. Klasse. Und ich habe immer gesagt, ja Gott, ich habe schon ein Kind zum Angeben. Deine Schwester war gut in der Schule. Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Also es haben beide was davon, wenn wir uns da ein bisschen entspannen. Nicht nur die Kinder, die eben all dieses Lernen, Frust auszuhalten, selbstständiger zu werden, sondern auch wir Mütter, weil es ist schon auch eine Menge Verantwortung und Druck. Ne? Auch wir Mütter. Ich erlebe das oft, ich gehe eine Freundin besuchen, möchte gerne wissen, geht zu Barbara, wie es Barbara geht, was Barbara so macht, wie ihr Liebesleben ist.
und da sitzt ihr Sohn Leon dabei. Und Leon kann sehr schön Querflöte, das stimmt, aber eigentlich ist es mir relativ egal. Er spricht auch schon fein Englisch. Ich verbringe den Nachmittag mit Leon und denke dann, warum eigentlich? Meinen Kindern habe ich gesagt, wenn ich jetzt Besuch habe, habe ich Besuch. Das ist nicht, sind nicht eure Freunde, das sind meine Freunde. Und wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr gerne dabei sitzen wollt, dann sitze ich das nächste Mal auch dabei, wenn eure Freunde zum PlayStation-Spielen kommen. Setze ich mich dazu und sage, so Kinder, wann geht's los? Also ja, es ist ein verrückt, ne? Bisschen ja, ja. Entspannung. Ja. Schön, das sind Kinder, das sind, ist nicht unser Leistungsnachweis. Ja. Gut, dass Sie heute hier waren, es entspannt mich direkt. Freue ich mich. Vielen Dank, Susanne Fröhlich. Sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.